Leben ist geben und nehmen. Geben auch die USA? Das russische Verteidigungsministerium hat neue Informationen über Verluste der USA im Verlauf des Zweiten Weltkrieges gefunden, aufbereitet und im Rahmen einer Plenarsitzung der gemeinsamen russisch-amerikanischen Kommission zu Angelegenheiten von Kriegsgefangenen und Vermissten übergeben. In diesem konkreten Fall geht es um russische Archivdokumente, die die Verluste der 16. Luftarmee der USA bei Kampfhandlungen im Zweiten Weltkrieg betreffen. Wie der stellvertretende russische Verteidigungsminister Alexander Kirillin informierte, hatten die USA geplant, eine entsprechende Anfrage an das russische Verteidigungsministerium zu stellen. Man habe wohl in Russland geahnt, dass es zu einer derartigen Anfrage kommt und habe schon ohne Anfrage alles aufbereitet. Man arbeite an der Aufbereitung weiteren Archivmaterials für die USA auch ohne Anfrage von amerikanischer Seite. Allerdings hat auch Russland eine Bitte. Es betrifft die sowjetischen Bürger, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht in die Sowjetunion zurückkehren wollten, also Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, und die in die USA und andere Staaten ausgewandert sind. In Russland gelten Millionen von Menschen als vermisst, da man nichts über deren Schicksal weiß. Aber man möchte wissen, was mit diesen Menschen geschehen ist. Wie der stellvertretende russische Verteidigungsminister informiert, geht es um rund 2 Millionen Menschenschicksale.